Ja, wir sind hier beim Metze Power Cup und das ist Salzburg gegen Chicago Fire. Ja, Mitte fangen wir mal. Grüß euch. Spiel 5. Ja, diesmal hat's einer von meinen Mannschaften getroffen. Und du hast dich für die Salzburg entschieden. Die waren ja, glaube ich, gesetzt, oder? Genau, das ist ihr erstes Auftreten. Chicago Fire musste sich erst durchsetzen, um hierher gekommen. Das war gegen Magdeburg in 3 zu 1. Oh, dass der noch kommt, der Pass. Oh. Oh. Schon. Nein. Ganz ruhiger mal halten. Oh, schöne Annahme. Schöner Pressball. Ohoho. Oh, der war schön. Das war ein schöner Zug. Yes. Das war wirklich sehr schön gespielt. Ja, und er ist wieder von Anfang an nochmal dabei und dankt es den Trainer auch gleich. Tabus. Mein Bull. Erster Treffer im Cup und auch in dieser Saison. Upsi. Oh, schön. Oh, schade. Oder? Gut noch ausgebessert von Ulmer. Ah, schwacher Schuss, leider. Ah, schade, schade. Ah, es war ein bisschen ein Arschspaß. Oh. Oh, schön. Ah, oh, schade. Wunder. Marke. Überhaupt fest schlecht, glaube ich. Ja, ich habe in den ersten Spielen gesehen, dass ich ihm lieber das Vertrauen gebe als Stankovic. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe Stankovic, glaube ich, ein oder zwei Partien spielen lassen. Nein, ist mir nicht aufgefallen, das dann da mal so. Oh, schlecht vom Oxy. Okay, das. Oh, was ist das für ein... Oh, Glück Na auch gut, er noch. macht das halt selber. Glück Ja. auch. Aber da hätte ich zum Ich wollte Beispiel auch gleich ehrlich abgeschossen mit ihm. ganz... Bitte? Hätte ich auch gleich geschossen mit ihm. Ich habe gesehen, dass... Ich wollte ehrlich ganz rüber flanken, nach unten. Aber ich gesehen habe, dass da welche frei kommen, aber der hat nicht so weit geschossen jetzt. Jetzt bin ich verzogen oder ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall Glück.
Ja, dann sieht man doch die Dominanz schon hier, Unterschiede zwischen dieser ersten und zweiten Liga. Aber noch ist es nichts verloren. Es sieht dennoch aus, dass da Salzburg das dominiert. Oh, das braucht für die Annahme so lang. Oh, schon. Ja, der hätte ich auch selber schießen sollen, vielleicht. Aber die Idee war nicht so schlecht. Ja, Salzburg gerade derzeit Fünfter in der Liga, Punkte gleich mit vier anderen, also mitten noch um diesen Titelkampf, wo es ja jetzt dann zwei entscheidende Wochen geht. Aber mit gutem Selbstvertrauen wäre das, glaube ich, schon wichtig, wenn man hier ins Viertelfinale einzieht. Das war nicht so gut vorbei. Na, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Ich dachte nämlich, dass der Torwart jetzt rausgeht und ihn holt. Der Tormann? Na, das. Der Verteidiger ist seine Schuld. Na gut. Ja, ist man doch noch rangekommen, das war wichtig vielleicht. Oh, mein Spiel hängt ein bisschen. Ich kann nicht wechseln. Spiel hängt? Wenn ich auf Management geht, steht fertig, was ihr so wie beim Auswählen. Okay. Ja, das ist nicht so cool. Probier jetzt einmal. Na, ist auch bei Spielinfo ist auch. Das ist ja cool. Das heißt, du kannst gar nicht auswechseln? Nein, kann ich nicht. Aber egal. Oha. Ich kann natürlich schnell wechseln. Wenn welche angezeigt werden, machen. Okay. Immerhin, dass du ein bisschen entlasten kannst. Das ist ganz crazy. Schade. Ja, schön. Junusovic darf auch. Ja, es kommt rein aufs Feld, von Salzburg gekommen. Spielt also jetzt gegen seinen Ex-Club. Da ist er, Prellack. Xaval. Das war gefährlich jetzt. Ah, das war nicht gut. Oh, das auch nicht. Eieiei. Teller. Schade. Was? Da war ein Foul? Okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Pressball war. Na, ah, okay, hast dann du dich nach Pressball? Okay. Okay, da dann noch umgerannt.
Ja, Prevlak wird sich natürlich auch ärgern, dass er nicht in dieser Salzburger Mannschaft steht. Das ist solche Erfolge feiern. Oh. Oh. Regt das sie wieder auf? An jedem Bäm, Digga. Oh. Nein! Ja, er holt ihn raus. Geh du Sau, du! Das war schon lange vorher angesetzt, Alter. Schau, da rutscht schon ganz, also da hätte er auch drüber springen können. Ja, wir machten das. Siehst du, pass auf, jetzt zieht er nach rechts. Schau nach links. Schau wieder nach Ja. rechts. Schau wieder nach links. Ah, okay. Ah, Und jetzt ist er nicht drüber. nee, das, hey, ich wusste, dass das nicht war, das ist schon früher gesagt. Ja, danke. Desto später du quasi zielst, desto später erkennt man es. Ich denke mal schon, Alter, du bist so gut in dem Fieber. Ja, das Schicksal hätte ich gar nicht verraten sollen. Hätte mich Elfmeter-Killer nennen können. Ja, Oh. 3 zu 2, 20 Minuten noch. Salzburg spielt gut, aber durch Fehler immer wieder zurückgeworfen. Das war wieder zu viel. Und Alter. Nein, ein Ballspiel. Drum liegt auch so am Boden. Jetzt ja, erst den Ball und dann den Spieler. Sicher dann berührt. Das möchte ich nicht abschalten. Ah, da geht wieder hinter den Spieler. Schauen, ob ich es jetzt kann. Lustig. So, ein bisschen noch einen defensiveren Mann reinhauen. Statt den gelb belasteten Junusowitsch, da möchte man jetzt auch wenig Risiko eingehen. Wenn der dritte Erstligist damit Salzburg, dass sich hier qualifiziert fürs Viertelfinale. Ah. Oh. Alter.
Aber jetzt da. Ja, bye, jetzt. Bye. Bye, bye. Fly, bye. Bye, bye. Wobei das ehrlich nicht so hart war, muss ich sagen. Das Fall. Trotzdem taktisch gelber. Oh, da war ganz schlecht. Aber Gott sei Dank auch schlecht angenommen. Ja. Das könnte der Ausgleich sein. Das ist der Ausgleich. Oh ja, da keine Pausen mehr verfügbar. Schön. Sehr schön. Ja, Chan setzt sich auch noch mal hier ins Geschehen ein. Ja, damit da frei, schießt sich rum auch immer. Salzburg eine Runde weiter ins Viertelfinale. Ja. Jetzt sind wir da noch. Entschuldigung. Hoffentlich eine Wiederholung. Da sind wir uns auch nicht mehr sicher. Wir würden sie euch gerne zeigen, aber. Ah, ja, ein ganz wichtiger Spieler finde ich schon bei Salzburg. Auch wenn er jetzt nicht direkt am Tor beteiligt war, der Blasis. Ja, ich muss sagen, den mag ich. Mit dem kann ich auch gut umgehen. Und auch der andere, der RM, Haidara. Da war auch gute Partie. Da, De Boer dankt es dem Trainer, dass er wieder mal aufgestellt wird. Okay. Na gut. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao, Baba.